Bitte versucht, unsere verschwundenen Freunde zu finden. Habe ich doch schon versucht. Ich habe sie doch schon gefunden. Vorfälle des Verschwindens. Oh nein. Ihr glaubt also, Trolle brachten sie um? Das ist ja schrecklich. Aber gut, dass ihr alle Trolle getötet habt. Bitte nehmt dies, wir sind euch zutiefst dankbar. Die sieht mir aber nicht gerade sehr traurig aus. Wie bedauerlich. Ah, okay. Sie scheint es ja doch zu bedauern. Einen wunderschönen guten Tag. Es ist Nacht, du Idiot. Wo ist mein Freund? Ah, da ist mein Freund. Ihr sollt den Leuten in Harlons Wacht helfen. Wie sieht's aus? Ist erledigt, Sir. Trolle, meint ihr also? Die von den Irrlichtern angelockt wurden. Da habt ihr ja ganz großes Pech. Tja, hier ist eure Bezahlung. Thank you. Ich bedauere, aber ich habe keine weiteren Aufträge für euch. Vielleicht hat Asan etwas für euch. Das war recht gute Arbeit für einen Tölpel wie euch. Tölpel? Ich geb dir gleich Tölpel. Auf Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Sag das doch ein bisschen mehr mit Begeisterung. Es kommt einem ja schon fast so vor, als wollte der einen gar nicht wiedersehen. Ja, jetzt müssen wir wohl wieder zu Asan. Kommt mir das nur so vor oder lädt das Spiel heute extrem lange? Naja. Ob der wohl in seinem Büro ist? Ich will es hoffen. Wie geht's? Gut, danke. Es gibt einen letzten Auftrag. Oh, der letzte? Ich habe nur noch eine Sache für euch, aber die ist sehr wichtig. Der Stein der heiligen Alessia wurde aus der Kapelle in Brumar gestohlen. Wer macht denn so eine Schweinerei? Ich weiß nicht, ob ihr religiös seid, aber viele Leute sind es und der Stein ist wichtig. Sprecht mit Sirok in Brumar. Er wird euch über die Einzelheiten aufklären. Nein, ich bin nicht religiös. Sprecht mit Sirok über diesen Auftrag. Immer hin und her laufen. Hallo Hund. Mojo. Wie geht es euch? Immer noch gut, das hast du mich doch eben schon gefragt. Mein Gott. Welches Tor nehme ich denn? Ich nehme das. Alessia, erhöre unsere Gebete. Ich heiße nicht Alessia und ich habe auch keinen Bock, Gebete zu erhören. Seid gegrüßt. Ihr müsst von der Kämpfergilde sein. Wir wissen eure Hilfe zu schätzen. Ich habe da noch gar nicht geholfen. Man sagt, der Stein wurde von Alessia selbst gesegnet und solange er sich in unserem Besitz befindet, kann unserer Kirche nichts passieren. Die Reliquie wurde uns vor gar nicht langer Zeit gestohlen. Ein paar Männer wurden gesehen, wie sie am Abend, als der Stein gestohlen wurde, die Kapelle verließen. Wir nehmen an, es waren Banditen.
Soweit ich weiß, waren es 4 oder 5 und sie wurden zuletzt auf der Straße in Richtung Osten gesehen. Bitte findet den Stein von St. Alessia. Bitte findet den Stein. Ja, auf jeden Fall, klar. Wie dramatisch er das jetzt gesagt hat. Es waren 4 oder 5, oh mein Gott. Was macht das Pferd hier so einsam und alleine? Das ist nicht meins. Na, die Banditen sind nicht weit. Ich nehme mal wieder die Abkürzung, wie immer. Ach, da ist mein Freund. Ich hasse mein Leben. Ja, ich auch. Willkommen im Club. Also wurdet ihr geschickt, um uns zu finden. Der verdammte Stein hat für mehr Ärger gesorgt, als er wert gewesen wäre. Wir haben ihn gestohlen. Ich versuche gar nicht erst, das zu verleugnen. Außer mir ist niemand übrig. Wir haben den Stein vielleicht gestohlen, aber wir waren nicht die Letzten. Wir wurden von einem Haufen Oger überfallen. Offensichtlich wegen der schönen Steinchen. Ich bin der einzige Überlebende. Wenn ihr den Stein wollt, müsst ihr nach Sedur. Okay, danke. Sedur, na komm. Es ist nicht weit von hier. Hier, ich zeige es euch auf eurer Karte. Und jetzt lasst mich einfach allein. Oh, das ist aber ein netter Bandit. Geht nur. Das ist mir... Aber auch wieder ist nicht weit, nein. Hier ist alles nie weit. Klauen die bösen Oger einfach den Banditen die Steine. Das geht doch nicht. Aber da sieht man mal, wie feige die Banditen eigentlich sind. So einen Stein aus einer wehrlosen Kapelle können sie klauen, aber wenn sie von Ogern überfallen werden, dann haben sie Angst. Haha, ich sehe dich. Ja, man sollte treffen. Auaha. Was hat das jetzt gebracht? Da ist nämlich der Stein, aber irgendwas anderes ist hier aufgegangen. Ja, gehen wir doch hier lang. Na, warum schicken die einen immer über so 1000 Umwege dahin, wo man eigentlich hin will? Hey ho, du wirst jetzt sterben. Irgendwie, ich habe gerade noch einen gehört. Hatte ich gerade schon leicht Panik. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Okay, ihr wollt mich verarschen, danke. Ach nee. Gehen wir mal hier lang. Na, da muss ich doch wohl nicht... Ja, genau. Oh Gott. Hm, noch so ein fucking Oger. Aua ha.
Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan? Ich bin gleich tot. Ich hätte mich mal heilen sollen. Oh, oh. Jetzt heile ich mich erstmal. Total vergessen. Bei der ganzen Aufregung hier. Aber ich bin schon wieder verkehrt. Hier ist nämlich auch nichts. Warum verlaufe ich mich in letzter Zeit so oft? Das ist doch kacke. Vor allem, wer hat die Tür hier zugemacht? Ich war's nicht. Warst du das? Das war mal ganz einfach, an den Stein zu kommen. Fragt mich jetzt aber bitte nicht wie. Springen wir nochmal hier runter. Ich sagte, springen wir nochmal hier runter. Figur wollte nicht, so wie ich. Ja, der Stein ist da und ich habe jetzt irgendwas aufgemacht und ich komme da aber nicht rein. Da ist der Stein, ich sehe ihn doch schon, ich will ihn haben. überlegen wir nochmal. Karte bitte. Ist das alles kompliziert. Aha. Das heißt, da oben muss es ja irgendwo weitergehen, wenn ich das richtig... Ah, die Seite haben wir noch nicht. Die könnte es gewesen sein. Könnte, muss aber nicht. Oga, ich weiß nur noch nicht wo. Ich glaube, den brauche ich jetzt auch schon gar nicht mehr. Ach, hier oben ist die Tür aufgegangen, gut. Jetzt geht da unten die Tür auf und da ist der Oger. Den bekämpfen wir noch schnell. Ich sagte schnell. Ja. Mein Steinchen. Ton spinnt wieder beim Heilen, auch gut. Ich habe gerade mich bei der Musik verhört. Ich dachte, mich hätte noch irgendwer gesehen,